Ich war 11 Jahre alt, als ich in das Kinderheim kam. Wenn die Nonnen mich zum Baden brachten, klopfte der Kaplan an die Tür. Die Nonnen verließen dann den Raum. Nachdem er die Tür abgeschlossen hatte, beugte er sich zu mir runter und dann befummelte er mich. Der Pater hat mich übers Knie gelegt. 15 Schläge. Die Striemen auf meinem Hintern hat er mir dann im Spiegel gezeigt. Ihn gestreichelt und eingecremt. Und zum Schluss gab er mir noch eine Schmerztablette. Als ich bei einem Vier-Augen-Gespräch mal wieder auf seinem Schoß sitzen musste, hat er wohl bemerkt, dass ich sein irrigiertes Glied trotz schwarzer Hose sehen konnte. Nicht, dass er mich schamvoll von seinem Schoß gelassen hätte, nein. Er bot mir an, sein Glied ruhig mal anzufassen. Mit denselben Fingern, mit denen er sein Sperma auf meinem Körper verteilt hat, hat er mir am nächsten Tag die Hostie in den Mund geschoben und mir dann noch mal so über die Lippen gestrichen. Bei meiner Kommunionsfeier war ich 7 Jahre alt. Der Pfarrer saß meinen Eltern genau gegenüber und nach dem Essen nahm er mich auf den Schoß. Plötzlich schob er seine Hand in meine Unterhose. Und dann hat er versucht, einen Finger in meinen Po zu stecken. Es geschah auf einer Klassenreise. Spät am Abend öffnete sich die Tür. Der Pater kam herein und legte sich wortlos zu mir ins Bett. Er begann mich zu streicheln und mein Gesicht zu küssen. Dann nahm er meine Nase in seinen Mund und schob seinen großen Körper über mich. Welche sexuellen Fantasien hast du? Fragte mich der Pater. Ich gestand ihm, dass ich hin und wieder davon träumte, Frauenkleider anzuziehen. Er sagte, das sei des Teufels. Ich musste meine Hose öffnen und die Vorhaut meines Penis zurückziehen. Dann gab er mir Industriealkohol. Und den musste ich mir auf die freiliegende Eichel tröpfeln. Der Pater führte mich wie ein Lamm über den Schulhof und brachte mich in den abgelegenen Musiksaal. Er schloss die Tür hinter uns ab. Ich hatte Angst. Wo normalerweise der Lehrer steht, stellte er einen Hocker hin. Ich musste mir die Hose runterziehen und mich hinknien. Dann begann die Misshandlung. Kurz darauf erwischte er mich und packte mich genauso wie meinen Bruder. Er tastete sich zu meinem Glied vor und fragte mich: Wie alt bist du? Ich antwortete: 12. Dann zog er an meinen Schamhaaren und sagte, dass ich für mein Alter schon weit entwickelt wäre. Er flüsterte mir ins Ohr: Hast du schon mal einen Samenerguss gehabt? Ich sagte nein. Er nahm mein Glied und bewegte es vor und zurück und fragte: Tut das gut? Dann sagte er immer wieder, dass alles unter uns bleiben soll. Und er selbst dürfte auch nichts weiter sagen. Wegen dem Beichtgeheimnis. Der Herr Kaplan hatte so einen Raum in seinem Keller eingerichtet. Da durften wir alle Shishas rauchen und er hat uns auch Bier gegeben. Er hat uns alles erlaubt. Es war ganz anders als zu Hause. Dann musste man zu ihm in sein Zimmer kommen. Er hat das Einzelgespräch genannt. Von mir wollte er wissen, ob ich schon aufgeklärt bin. Dann hat er gefragt, wie lang mein Penis ist, ob ich da unten schon Haare habe und wo ich besonders gerne gestreichelt werde. An einem Tag hat es ganz doll geregnet. Da hat er mich in seine Wohnung eingeladen. Und da sollte ich dann meine nassen Sachen ausziehen und mich auf seine Couch legen. Im Wohnzimmer, das habe ich auch gemacht. Aber das war komisch. So nackt. Er hat dann meinen Penis angefasst und so von vorne immer hin und her gerieben. Das hat er dann so oder so ähnlich ganz oft gemacht. Immer in seiner Wohnung, bis ich 14 wurde. Ich musste aber auch mal zu ihm ins Pfarrheim kommen. Alles lief immer gleich ab. Zuerst setzte er mich auf seinen Schoß und rieb seinen Kopf an meinem.
Dann knabberte er an meinem Ohr und fuhr mit seiner Hand in meine Hose, um mir den Po zu streicheln. Wenn der Pater das Gefühl hatte, dass Ruhe ist im Schlafsaal, kam er herein. Ich war vor lauter Angst immer wach. Er hat sich neben mich gelegt und an mich gedrückt. Sein Atem roch nach Alkohol. Und irgendwann fing er an zu stöhnen. Nach dem Schwimmunterricht kam er oft mit uns zum Duschen. Wir fanden das zunächst nicht ungewöhnlich. Aber er hat mich dann, wenn die anderen schon raus waren, mit seinem Handtuch abgetrocknet und dabei fest an seinen Körper gedrückt. Da habe ich dann auch gespürt, dass er voll erregiert war. Nach unseren Recherchen gibt es allein an über 60 Tatorten Hinweise auf Missbrauch durch Patres und Nonnen. Die Dunkelziffer dürfte bei mehreren hundert Orden in Deutschland weitaus höher liegen. Die Aufarbeitung der katholischen Kirche bezieht sich aber nur auf den Machtbereich der Bischöfe, die 27 Bistümer. Was hingegen in den Orden passiert ist, mit ihren etlichen Schulen und Internaten, das wird nicht mit untersucht. Was hier passiert ist, bleibt im Dunkeln.